Guten Abend, Sie fahren heute den RB 243 nach Altenburg. Sie beginnen in Marienwald. Öffnen Sie die Türen, eigentlich ist außer dem Mistwetter nichts los. Ihnen beginnt der Zug nach St. Rudolf. Oh. Türen auf. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Train Simulator 2014. Tja, warum nehme ich jetzt diese uralte Strecke, die es schon seit Ewigkeiten gibt? Ich habe sie gerade erst gefunden. Hahaha. Beziehungsweise, das heißt, ja, ich habe sie gerade erst gefunden. Doch, in meinem Menü habe ich sie gerade erst gefunden. Denn diese Strecke gehört zu den Grundvoraussetzungen, um den Felberpass spielen zu können. Und dementsprechend ist sie jetzt auf meiner Festplatte drum und dachte mir, juhu, Strecke, die ich noch nicht kenne, die fahren wir mal. Ist halt St. Rudolf Gleis 3. Gut, Bremsen raus. Zu und ab dafür. Das ist natürlich jetzt nichts mit einigermaßen genauer Steuerung. Die Lok ist nicht von Metal Railroads und so weiter und so weiter und so fort. Das heißt, wir fahren jetzt im Prinzip wirklich bloß das, was uns der Train Simulator vorgibt. Diese sehr doch sehr unpräzise Steuerung. Aber ich denke, damit sollte ich zurechtkommen. Zumindest gibt es keine PCB, die mir hier irgendwie den Tag versauen könnte. Aber auch mit der werde ich mich noch anfreunden. Mal wieder zu früh Gas geben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schon ein bisschen sehr früh auf die 90 geschaut. Ja, also Zusatzpunkte würde ich jetzt bei der Deutschen Bahn für mein Fahrverhalten nicht bekommen. Sagen wir es mal so. Gut, dass ich keine Webcam habe, mit der ich mein Gesicht aufnehme. Würdet ihr sehen, wie blöd ich gerade schaue. Das ist genau das, was ich meine. Man geht kurz vom Gas runter und die Lok, die verliert so schnell an Speed. Gegen jeglicher physikalischen Gesetze. Also ich will die Lok sehen, die, keine Ahnung, innerhalb von 300 Meter bei der Geschwindigkeit 10 km/h verliert. Kann mir keiner erzählen. Aber okay, das ist halt. So. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer, was ich hier geschmiedet habe. Und es ist auch der Hammer, wie schön diese Landschaft ist. Und ich habe auch keinen Fahrplan. Ja, dann. schimpft mich genauso, wenn ich jetzt diese Strecke nicht in- und auswendig kenne. Beziehungsweise ich kenne die Strecke jetzt eigentlich nur aus dem Spiel, mein Vater würde die bestimmt kennen. Es schaut auf alle Fälle so aus, als wäre die mal zweigleisig konzipiert gewesen. Das zweite Gleis kam gerade erst weg, oder? Sie wird noch gleich zeigen, dass sie konzipiert. Ah. Wenn es einer von euch weiß, lasst mich nicht zu ihm sterben, schreibt es bitte in die Kommentare. Echt zu gütig von euch, aber es sieht ja schon so aus, als wäre das mal gewesen. So, Speed raus. Oh.
Und Bremsen, gut Bremsen, viel Bremsen, sehr, sehr viel Bremsen, sehr, sehr viel Bremsen. Sehr, 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 sehr viel Bremsen. Schaffen wir's? Ja. Okay, jetzt bremse ich etwas früher. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Deutsche Reichsbahn. 52, 59, 92. 52er, das waren doch Güterloks damals, oder? Ja. Ja. Mit den Güterwaggons hinten dran erklärt sich das, glaube ich, von selber. St. Rudolf. Und was haben wir hier? Oh, schöne Kirche. Nächster Alt, Rudolf Bach, St. Gleis 1. Ich will mal kurz rausschauen. Mal kurz die Kirche anschauen. Hier. Ja, wo ist sie? Da. Sehr, sehr schön. Und ein schöner Wohnblock. Bahnhof auch. Etwas älter. Scheint so eine alte Reichsstrecke zu sein, oder? Zeiten, wo sie auf dem Land noch viele auf die Bahn angewiesen waren. Muss lange her sein. Come on. Das hier. Seht ihr das, wie schnell das Tempo wieder runtergeht? Lass mal, tu jetzt mal nur das Tempo raus. Auf einer geraden Strecke. Wenn es irgendwie bergauf gehen würde oder so, würde ich das ja verstehen. Aber die Strecke ist doch gerad. Zeigt er mir doch an, 0,0. 0 Doppelpunkt 0 in dem Fall. Ha, 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 sehr komisch. So, wir dürfen 90 fahren. Aber auch nicht lange. Genießen dabei die Aussicht hier in der Landschaft hinein. Werden nicht so schnell fahren. Ja. Frei kann man. Beautiful. Really, really beautiful. So, falls der eine oder andere von euch das schon gesehen hat, ich werde meinen Kanal, meine Let's Plays ein bisschen umbauen. Das heißt, natürlich nicht bloß Train Simulator, sondern auch, ja, mein Lieblingsspiel Command Conquer wird definitiv dabei sein. In dieser Zeit. Dann habe ich in Planung verschiedene Projekte mit anderen Spielern zusammen. Und ja, noch ein paar andere Sachen, aber da überlege ich mir dann noch was. So, da vorne müssen wir jetzt 40 fahren in 100 Meter. Oh ja, wegen der Weiche da, wegen der Weiche. Hey, hey, hey. Also ich glaube, wenn man da hinten drin gesessen, der hätte seinen Ewigen gut an die Scheibe geprellt, ne? Mensch, Mensch, Mensch. Suche ich schon so eine einfache Aufgabe raus. Könnte man als Lokführer das noch sehen? Ja, vielleicht mit ein bisschen biegen und brechen und... Oder man macht einfach das Fenster auf, dann sieht man es genau. Genau, man macht einfach das Fenster auf. Rot? So, vielleicht hat er gecheckt, dass ich schon drüber gefahren bin, oder? Was denn?
Ich glaube, der hat schon gecheckt, dass wir drüber gefahren sind. Probieren wir uns einfach mal aus. Also meine Erklärung war das Signal da vorne. Was? Du nicht. Aber da hinten war noch ein Signal, was ich gesehen habe. Das hat auch auf Fahrt freigedeutet. Von daher. Ja. Genau, der hatte quasi schon gecheckt, dass ich drüber gefahren war, weil ich ein Stück zu weit vorne war. So, was ist das nächste Land? Köpenick West. Wie ihr seht, eine Hochgeschwindigkeitsstrecke ist das jetzt hier leider nicht. Also wer das heute erwartet hat, tut mir leid, enttäuschen zu müssen. Aber ich denke mir, so eine schöne Panoramafahrt, eben so ein bisschen Aussicht über diese wahnsinns schöne Landschaft, muss ich echt sagen, hat sich echt Mühe gegeben. Muss auch mal sein. Gehört dazu. So, habe ich jetzt lang genug auf meine Geschwindigkeit verzichtet? Komm wahrscheinlich genau mit 60 mit dem Schlitter, ne? Naja, nicht ganz. So, nachdem wir da gleich nach der Brücke halten müssen, werden wir auch gar keine Geschwindigkeit mehr dazu geben. Und stattdessen mit dem Blick gelungen. Und bremsen. Türen auf. Klingt das so komisch? Ist das ein Getränkemarkt oder sowas? Was ist denn das hier? Komisch, komisch. Nächster Halt, Köpenick Gleis 4. Jawohl, nehmen wir mit. So, der Eingang dürfen bis 50 km/h fahren. Ja, doch. Sehr starke Kurve. Ah, schon, jetzt wird schon zweigleisig. Ah, okay, wir kommen also jetzt quasi in Köpenicker Hauptbahnhof an. Hauptbahnhof in Anführungsstrichen, das ist der Hauptbahnhof. Überhaupt jetzt mal, ja. Aha, Doppelkreuzung. Also hier in dem Modus die Geschwindigkeit zu halten, ist ja der Hammer. Oder stelle ich mich einfach nur vor Bahn. Ich schreibe mal, wie weit ich komme. Wenn ich nur die Geschwindigkeit ausnehme.
Das ist die halbe Miete, ey. Wahnsinn. Und übers Ziel hinausgeschossen. Aber auch wieder nur knapp, ne? Ja, ich weiß. Eigentlich sollte ich mir das Skill haben. Das ist eigentlich viel, viel besser kommen. Ich bin einfach so fasziniert von diesen rasanten Abfallen meines Schwungs. Naja. Jede Kirche Class 4. Jawohl. Und ab da vorne dürfen wir dann auch 120 fahren. Gehen wir mal Vollgas. Hat nicht viel mit Realismus zu tun, ich weiß. Weil wir werden schon 10-mal der Hauptschalter ausgeflogen. So, nehmen wir mal das Tempo raus, dann kurz vom Bahnhof haben wir wieder Tempobegrenzung auf 40 Stundenkilometer, das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich wieder sehr rabiat das Gleis wechseln. Gibt sicherlich auch Weichen mit so einem flacheren Winkel, dass es nicht ganz so krass ist. Ich weiß, sie sind auf der Strecke auch im Original so verbaut oder gab es zu der Zeit von, was war das, ich glaube, das war ja noch TS 2012, glaube ich. Gab es noch nicht so weiche Weichen. Ich weiß nicht. Das würde sich die 40 dann nicht schaffen. Ja, von der Mitte. Ja, doch. Okay, ich werde zum späteren Zeitpunkt nochmal auf dieser Strecke fahren. Und da kann ich mir dann auch das merken mit dem Speed, mit dem richtigen Bremsen etc. Also, sollte euch das mit dem Bremsen heute hier nicht so gefallen, tut es mir wirklich leid. Ich habe aber trotzdem Spaß an der Strecke, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil es mir gut gefällt. Und ja, wie gesagt. Ich werde keine Signale mehr überfahren. Oh, jetzt steht doch nahezu perfekt zu dem H, oder? Naja, gut. Was sind's? Lassen wir es 3 Meter sein. 1, 2, 3, 3,5 Meter. Ha! Muss er nicht päpstlicher sein als der Papst. Übernahme, Stör... Aha. Notruf. Nächster Halt, Altenburgbach, Gleis 2. Jawohl, Bremsen raus. Das Gas ein bisschen angedrückt.
los geht's. Ja, das sind schon sehr, sehr starke Weichen, ne? Wer will mal bitte kommentieren? Ob ich mir das nur einbild? Oder ob das wirklich so ist? Früh müssen wir runter auf 60. Ja. Und ein schöner Fehler, der mir bis jetzt nur auf der Strecke aufgefallen ist, hier das Signal leuchtet grün und das Signal leuchtet grün. So, das heißt, in dem Fall, wir fahren ja jetzt quasi hier auf der rechten Seite. Das passt, dass das Signal grün ist. Problem ist eher das Signal auf der linken Seite. Denn die Signale unterscheiden nicht, aus welcher Richtung der Zug kommt. Das heißt, der Zug kommt uns eigentlich jetzt ja entgegen. Aber das Signal schaltet in beide Richtungen frei. Also Signale, die sie uns ausschauen, die uns anschauen, aber quasi auf der linken Seite sind, schalten trotzdem frei, als könnte man von der linken Seite her quasi jetzt Richtung Altenburg reinfahren. Ist mir bisher irgendwie nur hier aufgefallen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist auch einfach ein Fehler durch die verschiedenen TS-Versionen. Hör mich nicht, oder? So, Altenburg Bach 2. Halt mal ein bisschen früher, nicht weiter schlimm. So. Hier klingt's nach einer Baustelle, genau. Das sind diese Gerätschaften, die... Ne, siehst du natürlich nicht. Das sind die Gerätschaften, die diese langen, langen Eisenrohre in den Boden reinstampfen, die dann mit Beton gefüllt werden, um die Gebäude mit Statik... statisch besser... Ne? Den Gebäuden eine bessere Statik zu geben. Ha, jetzt. Ist halt Endhaltestelle Altenburg Gleis 2. Super, freuen Sie sich auf den Feierabend, aber mit dem Winter keinen Schnupfen holen. Wir brauchen Sie morgen. Klar doch. So, jetzt probieren wir es mal. Das sind ein paar Meter mit realistischen Kilonewton maximal Begrenzungsangaben. Also irgendwie geht der auch nicht runter. Sehr interessant. Naja. Wollen nicht schimpfen. Wir haben eine schöne Strecke gesehen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen schmunzeln auf dieser Strecke. Weil ich mich wieder angestellt habe wie der erste Mensch. Ich bin von der Strecke ehrlich gesagt hin und weg. Bin faszinierend, was die Leute alles in ihrer Freizeit so machen. Mal abgesehen davon, dass ich es nicht könnte, also weil ich noch keine Ahnung habe von Texturen, die man mit dem Editor am besten umgeht etc. Wird mir da jetzt auch ganz ehrlich die Lust und die Zeit dafür fehlen. Aber ich bin froh, dass es die Leute gibt, die das machen, die das gerne machen. Und die, wenn sie es machen, dann auch noch so gut machen. Ja, also. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Wenn ich mal im Köblitzer Bergland sein sollte, werde ich mal einen dieser Regionalzüge fahren.
dann mal für mich selbst zum Vergleichen. Na, hast du das schon gesehen? Kommt dir da was bekannt vor? Vielleicht mache ich sogar ein Video drüber. Werden wir mal schauen. Quasi so. Art Realität, glaubt gleich. Aber ich glaube, das macht Witz vom Hell, glaube ich, macht das. Bin mir nicht ganz sicher. Irgendwer macht das. Gut, wie auch immer. Wir sind gleich in Altenburg, Gleis 2. In dem Fall fahre ich jetzt bis nach ganz vorne. Der Kollege wartet schon zum Zurückfahren. Aber eigentlich haben wir gar nicht irgendwann ganz vorne fahren, da müssen wir zu weit laufen bis zum Treppen. Egal, lass er laufen. Ist eh nicht Arbeit. Wäre jetzt mal ganz fies. Warte mal. Wo steht der in? 1 Kilometer. What? Ach so, Moment, ich muss den Zug abstellen. Haha. Bingo bongo. Now I get it. Deswegen habe ich noch 1 Kilometer, ich dachte mir gerade. Ich muss den Zug nur abstellen. Aber man wird dann einen großen Bahnhof nicht halten müssen. Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oder muss ich jetzt ranschieben? Nö. Doch, muss ranschieben. Schauen wir mal, ob es so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, tatsächlich. Man muss den Zug tatsächlich umpacken. Und dann so hinstellen. Aber hier kann ich so weit hinterfahren müssen. Ja gut. Man lernt nie aus, ne? Was sind das jetzt hier eigentlich für blöde Hinweise? Blöd ist nur, dass er den Steuerwagen nicht als Lockern erkennt. Zugbestimmungsort erreicht. Jawohl, wir haben es geschafft. Wunderbar. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge Train Simulator 2014. Bis dahin, macht es gut, euer Gaming Bene. Ciao, ciao.